Dann waren wir hier. Das heißt, wir laufen jetzt weiter nach... Also wir können auch hier hinlaufen. Da ist ja ein Drachentitan-Pokémon. Das feiere ich ja schon sehr, aber ich befürchte, da sind wir zu schwach dafür. Wir könnten, was wir jetzt machen könnten, das Titan-Pokémon hier mal machen. In der Brutzelwüste. Ich habe es wirklich Brutzelwüste genannt. Dass wir uns hier hinporten und zu dieser Brutzelwüste und diesen Titan machen. Das ist ein Boden-Pokémon. Boden. Habe ich überhaupt ein Pokémon, was... Habe ich ein Wasser-Pokémon? Ich hätte Flipper. Flipper könnte ich einsetzen. Wir machen das jetzt. Ich habe das jetzt beschlossen. Und dann machen wir den Herrscher hier. Wenn wir da noch Zeit haben. Machen wir noch ein bisschen Story. Ach, war ich da noch gar nicht? Oh. Okay, dann müssen wir laufen. Dann laufen wir dahin. Aber ich glaube, das lohnt sich. Das lohnt sich. Ein Flipper-Time! Wir können Flipper mitnehmen. Ich glaube, wir brauchen Flipper. Oder meint ihr, Krokel rockt das? Kann auch sein, dass Krokel das rockt. Weiß ich, wie stark der ist. Der Slurm. Slurm. Der war ja nicht so stark. Aber hier war ja der letzte Herrscher. Ich finde, die sind recht nah beieinander. Die Herrscher. Jetzt in dem Fall. Aber wir können Flipper mit reinnehmen. Bin mir nicht sicher, ob ich noch ein anderes Wasser-Pokémon habe. Von den neuen gibt es bisher nur den Delfin, oder? Haben wir noch ein anderes Wasser-Pokémon? Nee, nee, der Ru. Alles gut, das Glurak gewinnt. Ich glaube, du hast noch... was ist hier vorbeigeflogen? Das ist ein bisschen... Da hast du noch Zeit. Das ist erst übernächste Woche. Also genug Zeit, noch hoch zu leveln und das perfekte Pokémon zu fangen. Ich bezweifle, dass wir hier ein neues Pokémon finden, weil das ist immer noch diese Area, wo dieser Storch war. Also auf jeden Fall schon wieder so eine Geheimbasis. Die würde ich sehr gerne meiden, weil mich... Weil da kommt immer ganz, ganz viel Text. Habe ich jetzt zu. Quax ist auch Wasser, ja. Quax habe ich. Ich habe einen Quax. Ein getradetes, aber... Das ist nicht gelevelt. Oh, habe ich mich jetzt geheilt? Natürlich nicht. Und Mr. Fishy. Oh Gott. Ich schlafe, Fishy. Dankeschön für den Follow. Meine Augen leuchten bei dem Spiel. Ich mag das Spiel. Ich finde es cool. Mir macht das Spaß. Aber ich bin einfach Pokémon-Fan durch und durch. Ich kann aber auch verstehen, wenn Leuten das Spiel nicht so Spaß macht. Ja, die haben wir schon alle. Ja, da! Gehen wir dahin. Nein, ich will keine Infos, ich will dahin. Sieht man das hier schon? Ist es so groß, dass man es sieht? Nö. Geronimo! Die Brutzelwüste. Und Item. Da ist noch ein Schlurm. Und wir hätten ja einen Wuffels. Ein Geisterwuffels. Das ist cool. Vielleicht sind hier noch mal Pokémon, die wir noch nicht gefangen haben. Und Pablo, vielen lieben Dank für den Follow. Dankeschön. Herzlich willkommen an alle, die mich noch nicht kennen. Ich bin die Louis. Wir spielen Pokémon Karmesin. Wir spielen das zum ersten Mal und ich bin noch nicht so weit. Vielleicht bin ich so in der Mitte. Eigentlich bin ich nicht hier. Ich weiß es nicht. Erkundet habe ich viel. So, Pepper ruft jetzt an und tut uns jetzt updaten, über welches Herrscher-Pokémon wir jetzt kämpfen müssen. Und Annie schreibt noch, guten Abend! Was, ein Pikachu? Nein, Annie, da hast du falsch gehört. Das Kanimani sollte gezeigt werden, oder nicht? Kanimani, meinst du Kanimani hier oben? Ich habe hier ein Kanimani noch mit dran. Neben Krokel. Das wurde sich letztens gewünscht. So, Pepper sagt, yo, Louis. Angeblich befindet sich der Herrscher der bebenden Erde irgendwo in dieser Wüste. Der Boden bebt jedenfalls schon seit einiger ganzen Weile. Mir wird langsam echt schlecht davon. Sorry, aber ich muss eine kleine Pause einlegen, bevor ich mich wieder auf die Herrschersuche widmen kann. Heißt das, er kommt jetzt nicht mit und ich mache das ohne ihn? Vitaro fragt, was ist dein Lieblings-Pokémon? Mein Lieblings-Pokémon ist Kanimani. Ich finde Kanimani einfach super süß. Oh, Louis macht Story weiter, ja. Was sind eure Lieblings-Pokémon? Ich finde Kanimani einfach Zucker. Ich fand den Anime auch super.
Ich habe den richtig gefeiert. Weil er so unfassbar cute war. Und deshalb habe ich mich auch so gefreut, als Krokel kam als Starter-Pokémon. Weil das für mich auch wieder so Kanimani-Vibes waren. Leider ist die Endentwicklung von Krokel nicht so cool wie Pergator. Deshalb bleibt Krokel einfach Krokel. Wir haben den Ewigstein. Kanimani und Flamly. Oh, Sumpex. Ja, Sumpex ist auch cool. Und hallo, Katie. Guten Abend. Rayquaza und Plinfa und Kanimani. Okay, Kanimani ist doch beliebter, als ich dachte. Man hört Kanimani immer, finde ich, eher seltener bei den Starter-Pokémon. Ich finde es jetzt nicht. Pokémon ist Liebe, oh ja. Pokémon Mystery Dungeon würde ich feiern als Open World. Oh, das wäre auch cool. Minusch, das wäre auch richtig nice. Da ist noch ein Fan. Wo ist es denn überhaupt, das Herrscher-Pokémon? Bin wahrscheinlich schon 5x3 vorbeigelaufen, hab's einfach nicht gesehen. Da ist die Stadt. Ja, wir laufen natürlich in die komplett falsche Richtung. Zurück. Da ist nochmal dieser Emo-Vogel. Da ist nochmal dieser Emo. Und hallo Adrian, schönen guten Abend. Kanimani ist toll, ja. Wird immer schwer auf. Es ist immer schwer, sich auf Lieblings-Pokémon festzulegen. Ich finde, es gibt so viele. Aber wenn man sich ein einziges aussuchen müsste, was einen so begleitet, ich glaube, dann wäre es Kanimani bei mir. Ich würde ihm auch einen Ewigstein geben. Das würde auch klein bleiben. Also nochmal Items, die nehmen wir noch mit. Nicht, dass wir hier irgendwas übersehen. Da ist auch eine Attacke. Eine Dumiesel. Ja, Dumiesel hat. Ich weiß auch nicht, ich kenne die Entwicklung noch nicht von Dumiesel. Ich weiß, dass es eine Entwicklung bekommen hat. Aber ich kenne sie noch nicht. Ich glaube, Dumiesel müssen wir auch mal ins Team nehmen. Dass wir... dass sich das auch noch entwickelt. Jetzt bin ich wieder falsch gelaufen, oder? Es stapft hier bestimmt durch die Gegend. Riesig. Unübersehbar. Und ich bin einfach schon dreimal jetzt dran vorbeigelaufen. So, jetzt aber in die Richtung. Aber da glitzert es noch. Das nehmen wir noch mit. Trank und Sternstaub. Ganz wichtig. Ist das das neue Pokémon? Ja, Lupas, das ist Pokémon Carbisin. In die Mitte, ja. In die Mitte. Ich lese, zeig gleich den Chat. Ja, ihr dürft euch hier immer nicht wundern. Ich lese den Chat hier auf Twitch und auf TikTok so ein bisschen. Also wenn ich mal Fragen antworte, die ihr gerade bei euch nicht seht. Das kommt, da ist es. Oh Gott, ich habe es gefunden. Und ein Paschakwill. Ich finde ja, es sieht aus wie ein Donphan. Frage an die Leute, die Purpur spielen, die haben dann das andere, oder? Das ist Metall dann der Dumpfern. Wie würde eine Fusion aus Krokel und Kanimani aussehen? Was ich davon halten würde? Achso, was ich davon halten würde? Nee, ich glaube, ich würde sie so lassen. Weil ich finde sie beide süß. So wie sie sind. Und was ist da für ein Pokémon vorbeigedüst? Das ist despawned. Ich glaube, es war ein Garnovil. Ein Kromani. Oh Gott, das ist... Oh, ich find's cool. Ich find's cool. Das erinnert so an so ein Mammut. Ist es cool? Es ist cool, oder? Ist cool. Regelt Krokel das? Nehmen wir Flipper mit ins Team? Wir nehmen ein Sicherheitswasser-Pokémon mit ins Team. Ich glaube, Flipper ist das Stärkste mit Level 30. Klingt jetzt wahrscheinlich nicht sehr... nicht sehr... Also wir können auch Glurak nehmen, aber das machen wir jetzt nicht. Wir wollen das ja so schaffen, das Spiel. Ich guck nur, nicht dass wir... Oh, wir hätten noch einen Garados. Oh, das ist Level 24. Schwächer. Wir probieren das einfach. Wir probieren das einfach. YOLO. YOLO, ein... Los, Krokel! Oh Gott, es wird einfach zermatscht. Es wird einfach zermatscht. Oh Gott, Krokel, los. Oder auch nicht. Kann ich es berühren? Okay, ich muss es berühren. Mach Flatter rein als Backup. Zu spät, Jess. Zu spät. Zu spät. Wir machen das jetzt. Lachen in dem Verderben, ja. Donphan. Es ist ein Donphan. Ist es ein Donphan? Ring, ring.
Hallo. Hallo, du, hier spricht Professor Antiqua. Riesenzahn ist ein Pokémon, das aus dem Schlund von Paldea stammt. Ich rate dir, äußerst Vorsicht walten zu lassen. Zu spät, zu spät. Flammenwurf? Ha, Krokel! Lang lebe Krokel! Seht ihr, wie viel Schaden es angerichtet hat? Okay, jetzt stirbt's, aber es hat viel Schaden angerichtet. Mit einer Attacke. Ja, will ich hier nur so mal anmerken. Wer ist jetzt ein Flipper ein? Wir probieren das jetzt. Oha! Oha, wie stark Krokel ist, ne? Oha, finde ich auch. Wasserdüse haben wir zumindest. Krokel? Krokel echt OP, sorry. Krokel viel, viel stärker als dieser Delfin. Lang lebe Krokel. Lang lebe Krokel einfach. Welcher Schaden, ich habe nichts gesehen. Ich weiß gar nicht, ob Funken oder Sprung ist es. Probieren einfach. Wir probieren einfach. You see that, huh? Mini-Zapdos hat hier... Oh, Mini-Zapdos macht ihn jetzt platt. Flipper braucht seine Heldenform, ja. Lang lebe Krokel, ja. Obacht. Obacht. Mini-Zapdos regelt da jetzt, sag ich. Haha. Ich kann es später fangen, ja. Dino, merke ich mir, merke ich mir. Gebt euch mein Krokel. Krokel ist einfach. Ich überlege, ob wir schnell zum Pokémon Center laufen. Was heißt laufen? Wo ist es denn jetzt hin? Oh, jetzt ist es da hinten. Ich überlege, ob wir schnell laufen. Lauf, 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 ja. Wir heilen kurz und dann macht Krokel es platt. Dann gibt es eine Krokel-Terra-Entwicklung und dann macht es das platt. Oh, da hat jemand zwei Shiny Glurags durch den Raid. Oh, Shiny Glurag ist wirklich wunderschön. Shiny Glurag ist, finde ich, eines der schönsten Shinies, auch so bei den Starter-Pokémon. Es gibt noch ein paar andere, die auch echt gute Entwicklung haben. Aber ich finde jetzt hier die neuen Pokémon zum Beispiel haben jetzt nicht so schöne bekommen. Filori, Quax und Krokel haben jetzt nicht so eine schöne Shiny-Form bekommen. Ich finde das immer schade, weil die wissen doch selber, wie viel Hype so eine Shiny-Form bringt. Wupp, wupp. Und die Tara, ja, wir haben Discord. Jeder ist hier jetzt nicht eingeladen. Jetzt muss ich ihn wieder finden. Da hinten. Warte. Zielort. So. Guide me. So. Wie ich den Herrscher hier einfach platt mache. Damit hat keiner gerechnet. Jeder hat gesagt, ich soll hier ein Backup-Pokémon reinhauen. Flipper hat es zwar jetzt nicht so gebracht, der braucht definitiv die Entwicklung, da stimme ich zu. Pizza. Aber wir gucken mal, dass wir ihn noch zu besiegen. Und hallo Kai, ich bin heute das erste Mal in deinem Stream. Bei Insta. Ah, war der Labras feiert. Ah, ich hoffe ja, dass noch eine Labras-Karte im Kalender ist. Labras ist zumindest auf dem Kalender abgebildet, Kai. Das kann ich dir sagen. Ich hoffe, dass noch eine kommt zum Special-Karte. Bisher waren die Special-Karten immer Pokémon, die auch auf dem Kalender waren. Krokel ist der Herrscher aller Feuer-Pokémon. Ich bin erstaunt, wie stark Krokel ist. Krokel hat nicht viel Leben, aber er macht viel Schaden für das, dass er ein Krokel. Siehst aus, als hättest du das Herrscher-Pokémon gefunden. Zum zweiten Mal. Ich hab's gefunden. Zum zweiten Mal. Das ist der Herrscher der bebenden Erde. Ist das überhaupt ein Pokémon? Ich glaube, der hat was gefressen und jetzt ist es fitter als sonst. Na gut, wir dürfen uns nicht unter Butter lassen. Die alle immer von Essen reden und der jetzt halt über Butter. Stark. Flipper entwickelt sich auf Level 36. Wie ist jetzt jeder Flipper nennt, weil ich Flipper habe? Okay, komm. Leute, wisst ihr was? Krokel wird jetzt einfach hier. Oh, er hat dieses... Oh, halt, stopp. Er hat dieses Pepper-Pokémon. Das passt ja voll zu seinem Namen. Oh, das sieht aus wie ein Dino mit zwei Köpfen. Neat. Krokel macht das, Leute. Krokel.
Boss Ray fragt, wie lange ich noch spiele. Bis 23 Uhr. Inuichi, vielen Dank für den Follow. Los, Krokel! Mach uns stolz mit deinem Flammenwurf und deinem kleinen Kronleuchter auf dem Kopf gegen dieses riesige Mammut. Das hat nicht so viel Schaden gemacht. Aber wir glauben an Krokel, dass er das noch irgendwie schafft. Wir haben auch noch das andere Pokémon. Der Typ tut ja auch Attacken spawnen. Und ein Fruststampfer. Da ist Krokel wohl instant gestorben. Das war Rowski Krokel. Okay, Mini Zapdos. Wir setzen auf dich. Wir setzen auf Mini Zapdos. Mit Doppelflügel. Oh, es greift sogar als erstes an. Stark. Es ist orange. Wir feiern die kleinen Erfolge in diesem Game. Ja, kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir easy hin. Da, schau. Zapdos regelt. Baby Zapdos. Oh nein, Raven, oh nein, es tut mir leid. Dankeschön für die Gummibär. Nom, nom. Wir haben es besiegt, Leute. Da, guckt, wie Zapdos sich freut. Ah, oh, kleiner Happy Birdie. Nice, endlich Level up, ich fass es nicht. Ich werde vom NPC gecarried. Psst, Ghost Machine, psst. Psst. Ich hab's doch easy jetzt geschafft, oder? Krokel hat doch hier einen guten Job geleistet. Es war süß und knuddelig. Es hat seinen Job erledigt. Kerberos entwickelt sich. Oh, ich bin gespannt. Ich habe keine Ahnung, zu was er wird. Oder wird er zu dem Hundi? Er wird zu dem Hundi. Oh, der Blick. Ein Mastifioso. Der Name passt zwar jetzt nicht so ganz, aber... Er ist süß, oder? Ein süßer Doggo. Mastifioso. Dieses Pokémon kann... Nein, ich wollte es lesen. Es versucht Vendetta zu erlernen. Was? Die haben die Attacke nicht wirklich Vendetta genannt. Was macht diese Attacke? Der Anwender rächt sich an einem Gegner, der ihm zuletzt mit seiner Attacke Schaden zugefügt hat, indem er ihm den Schaden mit erhöhter Kraft zurückzahlt. Wie cool ist das denn? Nennen die das einfach Vendetta genannt. In einem Child Game? Ja. Können wir machen, ne? Es wird einfach Derby. Ja. Krokel einfach Derby und hat dich Derbiness gecarried. Und gute Nacht, Arthur. Schön, dass du reingeschaut hast. Falls du das Spiel magst, kannst du mich einmal in die Wüste fangen. Alles klar. Wird gefangen. Heimzahlung in Unlicht. Oh, Dennis. Dankeschön. Dennis 173 Ayam, 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 Dennis 173 Ayam. Dankeschön. Wie lustig ist das denn? Wie lustig ist das? Vendetta, vielen lieben Dank für den Follow. Das ist deine Attacke, definitiv. Alter, wie cool. Wie cool. Wie cool. Da musstest du jetzt reinfolgen. Weil wenn deine Attacke quasi kommt, das ist ja richtig cool. Okay. Wir haben Vendetta gelernt. Vendetta. So. Wir haben noch ein Pokémon, was sich entwickelt, soweit ich das weiß. Oder auch nicht. Haben wir? Oder auch nicht. Ich dachte, das andere tut sich auch noch entwickeln. Dieses Sand. Dieses Gras. Gut, das war fantastisch, Lou. Ich weiß, Krokel war toll. War das wirklich ein Herrscher-Pokémon oder überhaupt ein Pokémon? Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es ist schon mal irgendwo gesehen zu haben. Ja, es ist ein Buch. Guck in ein Buch.
Wir finden da drin bestimmt noch mehr von dem Geheimgewürz, das dieses Ding gefressen hat. Lass uns gleich danach suchen, bevor es zurückkommt. Aber wir haben es doch besiegt. Ja, mit dem anderen bin ich schon so viel gelaufen. Bin schon so viel gelaufen, Chest. Wir sind gelaufen mit dem Pokémon. Na, wo ist es denn? Komm schon, zeig dich! Das sagt er zu einem Gewürz. Komm schon, zeig dich. Ganz wichtig. Fünfmal Entei gekillt, doch kein Shiny. Aber Raider, fünfmal ist ja auch noch sehr früh. Sehr, sehr früh. Und der Technik, vielen lieben Dank für den Follow. War das nicht von Saturn, der Technik, der immer in der Werbung war? Ganz früher? Uralt, diese Werbungen? Bei Technikfragen, Technikfragen? Habe ich den Slogan jetzt noch irgendwie rausbekommen? Gefunden. Hallöchen, liebes Gewürz. Was haben wir diesmal? Welche Sorte an Gewürz? Einen Stängel saures Geheimgewürz. Technik ist Technik. Definitiv. Diese Form, diese Farbe. Das Gewürz sieht aus, als würde es scheußlich schmecken. Aber das heißt bestimmt, dass es gut für die Gesundheit ist. Das ist wie in Indien. In Indien glauben die auch, dass jedes Gewürz irgendwas Gutes bewirkt. Und deshalb haben die so ganz, ganz viel Gewürze in ihrem Essen, weil die denken, dass jedes Gewürz für irgendwas gut ist. Also von dem her kann schon sein, dass es was Gutes bewirkt, zumindest bei Pokémon. So, Kai, vielen lieben Dank für den Sub. Dankeschön, du kriegst ein Willkommen im Dino-Park-Ticket mit deinem Namen drauf. Dankeschön, vielen lieben Dank, herzlich willkommen. Freu dich über Krugel und Dino-Imo. So, Technik, den Namen hatte ich aber schon, da hat Saturn nicht mal Werbung gehabt. Okay, du bist der Erfinder. Erfinder des Technik-Namens. Lieb, dass du reinschaust und an alle neuen Leute. Hi, ich bin die Louis, wir spielen Pokémon Karmesin. Wir haben gerade Domfan besiegt. Oder dieses Titan-Domfan. Und jetzt essen wir ein Sandwich. Weil das ist so das, was man nach einem erfolgreichen Pokémon-Tag macht. Ein Sandwich essen. Mal sehen, was das Buch dazu sagt. Saures Geheimgewürz ist vollgepackt mit Nährstoffen. Es soll hervorragend gegen Erschöpfung wirken und im Handumdrehen für Erholung sorgen. Das bräuchte ich auf Arbeit auch manchmal. Da geht sofort ans Essensmachen. Mama. Und hallo Braveheart. Wie geht's dir? Jetzt habe ich dich ja gar nicht gelesen. Es tut mir leid. Schön, dass du reinschaust. Wir spielen Pokémon Karmesin und wir essen jetzt ein Sandwich. Sorry, dass du warten musstest. Hier ist das super gesunde Sandwich, damit du bald kräftig bleibst. Lass es dir schmecken und bewundere dabei diesen Herrscherorden. Ich liebe jetzt die Fotos sind immer die besten. Die da. Die feiere ich. Einmal habe ich nicht so begeistert geguckt. Ach, 93er Jager bei dir, Nick. Einen Namen erfunden und dann hat es irgendwer wahrscheinlich gesehen und dann wurde der Name einfach geklaut für die Saturn-Werbung. Wir essen jetzt ein Sandwich. Also wir geben Koraidon unser Sandwich, weil es lieb guckt. Und wir nicht Nein sagen können. Sagen wir diesmal Nein? Ohne Zahn. Und Poku. Irusoi, dankeschön für den Follow. Ich hoffe, ich habe es richtig rausgekommen. Möchtest du Kuchen oder ein Sandwich geben? Und den Russo? Nein. Nein. Doch. Nein. Don't do it. Das Simon ist mein Favorit. Das Bongo-Krokel. Bongo-Krokel ist super. Wir geben es ihm, weil er einfach süß ist. Es ist einfach ein zuckersüßes Pokémon. Ich feiere Koraidon. Koraidon ist richtig cool. Es ist einfach ein ohne Zahn. Komm raus, Mastifioso. Es gibt Essen. Oh, hoffentlich gibt's dem Hundi jetzt dann besser. Der World Fattest Panda, vielen lieben Dank für den Follow. Geiler Name auch. Guck mal, seine Cola-Augen. Oh. Technik fragt, ob das Spiel gut ist. Er ist aber überlegen, sich die Switch zu holen. Also eine Switch zu holen ist an sich einfach immer eine gute Idee. Du redest aber auch jetzt mit einem Nintendo-Fan. Aber die Switch hat auch neben Pokémon viele gute Spiele. Metroid war super. Zelda ist super.
die anderen Pokémon-Spiele, die es auch noch für die Switch gibt, sind super. Also es gibt viele, viele gute Switch-Spiele-Technik. Also selbst wenn dir dieses Pokémon jetzt nicht so gefällt, weil grafisch ist es jetzt nicht so schön, gibt es viele, viele gute Switch-Spiele. Aber ich find's cool. Mir macht Spaß, aber ich bin jetzt auch nicht so grafisch auf so grafisch fixiert. Kam ein Selfie. Wink mal ganz euphorisch. Das war kein Wink, aber ist okay. Kirby war auch super, stimmt. Mein letztes Pokémon war Saphir. Oh, meine Lieblingsreihe ist das. Rubin, Diamant und... Rubin, Saphir und Smaragd. Das ist so Gen 3 liebe ich. Gen 3 liebe ich. Mampf. So, wir gucken, ob es Mastiffioso jetzt besser geht, nachdem es endlich ein Sandwich hat. Du scheinst richtig Appetit zu haben. Oh. Und der World Fairness Partner schreibt auch, dann noch die Bugs beim Spielen. Oh, echt? Dreimal in der Welt gefangen? Ich hatte noch keinen einzigen Bug, tatsächlich. Der World Fairness Panda, ich sag Panda aus Kurzzeitgründen. Ich hoffe, das ist okay. Panda, ich hatte noch keine Bugs, aber es tut mir leid zu hören. Oh, das ist nicht schön. Bugs sind nie schön, egal in welchem Game. Es tut mir leid. Du wärst ein super Tester, wenn du gleich in den ersten 5 Minuten so viele Crashes verursachst. Dann würden sich die Entwickler freuen. Ob ich auch Pokémon Go spiele? Nö, tatsächlich nicht mehr. Ich habe es am Anfang gespielt, als es noch die ersten 150 Pokémon gab und dann habe ich irgendwann aufgehört. Leider. Schön kauen, Koraidon. Und nicht schlingen. Nicht schlingen, Koraidon. Ich liebe es, wie es so durch die Gegend fliegt. Wir können gleiten. Oh, so langsam scheint es seine alten Kräfte wieder zu erlangen. Aber trotzdem sieht nicht so aus, als würde es bald wieder seine Kampfform annehmen. Ich freue mich, wenn es kämpfen kann. Oh, du musst nicht kämpfen. Krokel regelt. Panda ist auch schon durch mit dem Spiel. Ah, aber es hat dir trotzdem Spaß gemacht, Panda, hoffe ich. Lieblingsspiel ist Pokémon Platin. Okay, Giratina ist auch super cool. Auch eins meiner Lieblings-Pokémon. Definitiv. Definitiv. Körperlich scheint es ja fit zu sein. Vielleicht hält es eine geistige Blockade davon ab. Eine geistige Blockade? Ich spreche von seiner seelischen Wunde. Wie heißt das doch gleich? Ein Trauma? Oh nein, Koraidon hat ein Trauma. Ich habe da mal was in einem Buch gelesen. Oh, vielleicht hat es Angst zu kämpfen, weil es mal in einem Kampf eine schlimme Erfahrung gemacht hat. Aber bestimmt wird es sich irgendwann komplett erholen, genauso wie Mastiffioso. Wie sieht es aus, Mastiffioso? Wirkt das Gewürz schon? Oh, tut mir leid. Ich kann nicht jedes Mal erwarten, dass es dir gleich besser geht. Oh. Nicht jedes Gewürz zeigt sofort die Wirkung. Das ist so sad. Mit dem Doggo. Ich hoffe, der wird wieder gesund. Der Doggo ist krank und wir müssen ihn mit Sandwiches füttern. Für die, die es nicht wissen. Und das ist irgendwie sad. Mach dir keine Sorgen. Wir und ich sehen schon, dass wir dich wieder fit bekommen. Das letzte Gewürz, das noch fehlt, kann nur der Bringer sein. Stimmt, das Drachen-Pokémon. Oh, oh, oh. Ganz bestimmt ist es das, oder? Ist Rayquaza noch eines der stärksten Pokémon oder sind da viele stärker? Also es kam ja dann ein Remake von Saphir und Rubin raus. Omega Alpha... Oh Gott, jetzt verwechsel ich sie noch. Aber da kam ja ein Remake raus für den 3DS-Technik. Und dann gab es die Mega Evolution. Und rein von den Werten sind die Mega Evolution-Pokémon die stärksten. Also wenn du alle Basiswerte zusammen addierst, sind die Mega-Entwicklungs-Pokémon die stärksten Pokémon im Spiel. Da also Rayquaza auch eine Mega-Entwicklung bekommen hat, ist es natürlich auch weiterhin eins von den stärkeren. Aber ich glaube... Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich glaube, Mewtwo in einer der Formen ist die stärkste Form. Omega Rubin und Alpha Saphir, Dankeschön. Wenn ich mich da jetzt recht erinnere. Das nächste Ziel am Ende unserer Gewürzsuche. Gehen wir auf den Endspurt. Los, los. Okay, ob wir das Drachen-Pokémon besiegen, bin ich jetzt schon sehr, sehr skeptisch. Rayquaza ist immer noch in den Top 5, ja. Indynalos ist am stärksten. Ah, das kann auch sein, Chess. Das kann auch sein. Der ist auch weit oben. Und der hat nicht mal eine Megaform. Ring, ring. Hallo, Louis, hier spricht Antiqua. Komm gleich auf deine Frage zurück, welches Song. Koraidon scheint erneut einen Teil seiner ursprünglichen Kraft wieder lang zu haben. Offenbar kann es jetzt durch die Luft gleiten, indem du mitten in einem Sprung B drückst, während du auf ihm reitest. Das sieht so cool aus. Ich vertraue darauf, dass du dich weiterhin gut um Koraidon kümmerst.
So, war das jetzt... Wer, Ravenstorm hat das gerade gefragt, oder? Wer hat denn jetzt hier gerade gefragt? Hier klingt gerade, ob ich den auf die Pokémon-Krankheit kenne. Meinst du den Pokerus, den es früher gab? Gut, gut. Was liegt hier? Oh, ein kleiner Mistkäfer. Der sah das! Der sah das! Ich glaube, ich habe den in einem Raid gefangen, aber wir haben den hier noch nicht. Oh, ein kleiner Mistkäfer. Den fangen wir jetzt noch, okay? Das machen wir jetzt noch. Okay, wir machen das nicht, weil ich ihn gerade gewonnen habe. Aber der wird von euch natürlich noch benannt. Der kommt noch. Also, B-Kast. Jetzt habe ich natürlich... Aber er gleitet tatsächlich nur. Also, er fliegt nach unten. Und man kann nicht... Oh, aber es ist trotzdem cute, oder? Ich mag es ja mit seinen... Oh, es ist cute. Es ist cute. Wenn er seine Flügelchen hier so ein bisschen ausstreckt. Ich bin süß. Wieso hast du deinen Starter nicht entwickelt? Weil Krokel unfassbar süß ist. Krokel ist süß und die Weiterentwicklung ist nicht mehr süß und deshalb bleibt Krokel ein Krokel und es heißt Calimero.